Petra und Rüdiger Erbslö starten in ein neues Abenteuer. Eine Campertour durch Slowenien. Ha, wir sind da! Was sind Aussichtspunkte hier? So massig. Es ist wunderschön. Es soll eine Entdeckungsreise werden. So unberührt sieht das aus, ne? Kleine Biene, meine Liebe. Und auch mein Leben. Eine Fahrt zu abgelegenen Orten. Wie gewaltig. Zu Zielen, die nicht immer leicht zu erreichen sind. Hat mal jemand ein Sauerstoffzelt für mich? Die Erbslös wollen andere Camper treffen. Können wir das auch bestellen, nochmal für 4 Personen. Und die Reiseerfahrung der anderen nutzen. Hoch ist eine wunderschöne Promenade, könnt ihr bis auf die kroatische Grenze fahren. Ja. Sie wollen das Land, aber auch die Leute kennenlernen. Rot bedeutet natürlich Liebe, dann das Gelbe bedeutet Ewigkeit. Eine Tour, die nicht nur unter die Erde, sondern auch unter die Haut geht. Ich bin sprachlos. So toll. Das ist so eine verwunschene Welt hier unten. Ein Land voller Kontraste, mit Überraschungen in Ljubljana. Hier pulsiert das Leben. Ah, hier ist ja wirklich also was los, ne? Campingplätze, die unterschiedlicher kaum sein können. Finde ich jetzt nicht sehr gut, nicht? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt irgendwo nicht, ne? Ja, aber Spülbecken, ne? Einfach, mitten in der Natur, fertig. 10 Tage vom Norden bis ganz in den Süden Sloweniens. Einfach mal angucken, was hier los ist. Ein Abenteuer pur für uns. Kilometer sind es von Bled bis zur Passhöhe. Von da noch einmal 96 Kilometer bis nach Ljubljana. Erstmal rein in den Triglau-Nationalpark. 14% Steigung. Hinter Kranjska Gora, dem berühmten Wintersportort, geht es steil hoch. Eine Herausforderung für das Wohnmobil. Schneeketten oder Winterreifen? Winterreifen haben wir. Hier sollst du aufpassen auf 11 Kilometer. Radfahrer. Boah, guck dir das an, Leute. Was da weiß ist, ist Gebirge. Das sieht jetzt sehr gewaltig aus, monumental. Ja. Oh mein, ich habe schon Druck auf den Ohren. Ehrlich? Ja. Ich noch nicht. Nach 2 Kilometern auf der Passstraße der erste Zwischenstopp. Die Erbslös sind am Jasnasee auf 830 Metern Höhe angekommen. Und hier wartet der Touristen-Hotspot. Ich heb dich nicht runter. Ich soll schon mal 112 anrufen. Also hier waren schon mehrere drauf. Super. Wie kommst du runter, dass wir keiner sehen? Diesen Schnappschuss haben schon viele vor ihm gemacht. Petra hat eher ein Auge für die Landschaft. Oh. Wow. Überall gibt es Wasser. Es ist ein Traum für Leute, die wandern, lieben, optimal. Jetzt wird es wieder steil. In 25 Spitzkehren muss Rüdiger sein Wohnmobil die Passstraße hochlenken. Es sind wenige Camper unterwegs, aber bei Rad- und Motorradfahrern ist diese herausfordernde Strecke beliebt. In 160 Metern biegen Sie links ab, danach drehen Sie, wenn möglich, um. Ja, halb. Halb. Halbzeit. Wir haben die Hälfte. We are the champions, my friends. Wir haben die Hälfte geschafft. Jetzt geht's nur noch runter. Nur bremsen. Nicht mehr Gas geben. Thank you.
Aber es sind Aussichtspunkte hier so massig. Man kann überall anhalten, hinter fast jeder Kehre. Es ist wunderschön. Einziger Nachteil, die Restaurants auf der Passhöhe sind geschlossen. Aber die Erbslös sind ja Camper und haben alles an Bord. Darf ich dir was Kaffee einschütten? Du darfst mir Kaffee einschütten. Ich finde das richtig geil, immer, wenn die anderen jetzt so gucken. Ach, das tut mir aber leid. Eine Scheibe Schinken, 5 Euro. Ich fühle mich jetzt wie Louis Trenker. Beim Hochfahren wurde der 140 PS Motor des Wohnmobils strapaziert. Jetzt beim Runterfahren leiden die Bremsen. 25 Spitzkehren und gut eine Stunde Fahrt noch bis nach Ljubljana. Auf der Strecke liegt noch ein besonderer Ort. Tief im Sočatal und nur zu Fuß erreichbar. Ein Weg führt immer tiefer in die Klamm hinein. Über Brücken mit türkisfarbenem Wasser. Der Pfad wird steiniger. 1,5 Stunden Gehzeit. Immer höher werden die Felswände. Hier versteckt sich der Kosiak-Wasserfall. In einem steinernen Saal, 15 Meter hoch. Petra und Rüdiger campen diesmal auf einem uralten Bauernhof, 19 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Blumenwiese, Obstbäume, ein Bach, sehr idyllisch. Die Camper stehen dicht an dicht, da kommt man schnell ins Gespräch. Warum seid ihr hier hingefahren? Gibt es ja noch andere Plätze oder so? Das sind so ja, je näher man an Ljubljana kommt, das sind dann alles so Stellplätze direkt an großen Straßen, wo es sehr laut ist, entweder nahe am Zug oder nahe an der Straße. Und wir wollten einfach Ruhe haben. Petra und Edmund Trulay leben in Melsungen bei Kassel. Sie sind in einem gemieteten Wohnmobil unterwegs und hatten gerade ein richtiges Problem. Das hat so ein Hubbett drin und da war die Sicherung durchgebrannt und dann haben wir ein bisschen Stress gehabt hier. Wie, wo schlafen wir denn? Aber zum Glück ging der Tisch runter, wir mussten ein bisschen die Polster umbauen und die eine Nacht ging auch. Und dann hat er gestern mit der Werkstatt telefoniert und dann haben wir das alles. Das ging auch ruckzuck, die wussten sofort was, wie. Aber ansonsten, und haben uns dann gesagt, hier, guck danach, steckt neue Sicherung rein. Schalter an, Schalter aus und dann ging wieder alles. Super. Aber selber so als nicht professioneller Camper stehst du dann da und dann denkst du, oh Gott, das kann ja jetzt lustig werden. Ja. Ja. Fünf Wochen will das Paar unterwegs sein und bis nach Dubrovnik in Kroatien fahren. Eine Amerika-Tour haben die beiden auch schon gemacht, mit einer ernüchternden Erfahrung. In den USA waren wir das erste Mal, das sind wir von Las Vegas gestartet, durch den Nationalparks bis hoch nach San Francisco. Und dann San Francisco den Highway Number One runter bis nach Los Angeles. In Grand Canyon, Bryce Canyon, Kings Canyon, Yosemite National Park, alles abgefahren. Und dann kommst du nach San Francisco und das war Parkplatz, betoniert, Wohnmobil an Wohnmobil. Und dann denkst du, eigentlich möchte ich jetzt hier weg. Ja, das kann ich verstehen. Also die Stadt möchte man sich angucken. Die Stadt ist ein Traum. Aber nicht da stehen. Was war denn die schönste Campingtour, die das Paar bisher gemacht hat? Also Kanada würde ich tatsächlich sofort noch mal hin. Und dann würde ich nur Vancouver Island. Ja. Da kann man da alleine schon 4 Wochen mit dem Camper Urlaub machen und bereisen. So traumhaft. Dann hat man noch nicht alles gesehen. Nein. So ein kleines Stückchen. So ein Stückchen. Ja. Dem Paar gehört eine Firma für Medizintechnik, die jetzt ihre Kinder weiterführen. Endlich mehr Zeit zu reisen. Ob sie sich aber einen Camper kaufen, das wird noch diskutiert.
wir sind noch in der Findungsphase. Weil es ist wirklich, man muss sich arg zusammenraufen, wenn man auf so engem Raum und nicht die Frau immer nur in der Küche steht und den Kaffee macht und alles macht, sondern man muss zusammenarbeiten, anders geht das nicht, weil ich möchte ja auch Urlaub haben. Da ist noch Luft nach oben. Zum Glück wird auch Frühstück auf dem Hof angeboten. Höchstens 8 Wohnmobile können neben ein paar Zelten auf der Wiese stehen. 15 Euro kostet die Nacht. Hier haben wir ein Spülbecken, ne? Einfach, mitten in der Natur, fertig. Und hier haben wir 3 Steckdosen für Strom. Ne? 1, 2, 3, fertig. Wer zuerst da ist, mal zuerst. Oder geht dann über eine Steckdose bei dem anderen noch dran oder was auch immer. Ne? Also geht. Ne? Hier kommen wir dann in den Nassbereich. Hier haben wir dann eine Dusche. Und dann haben wir hier nebenan die Toilette. Und hier haben wir den großen Nassbereich. Und dann haben wir hier so ein dekoratives Tor. Ich find das, also der Platz kriegt immer mehr Charme. Dabei war hier nie ein Campingplatz, sondern einfach ein Bauernhof. 380 Jahre alt. Anton Zitz lebt hier mit Frau, Kindern und Enkelkindern. Er hatte die Idee, auch Camping anzubieten. Ich bin der Chef, aber nur, wenn meine Frau nicht zu Hause ist. Im Hauptjob bin ich Bauer. Ja, und was ich für Produkte habe? Man kann in meinem Gasthaus Fleisch, Gemüse, Brot, Käse, Eier kaufen. Anton ist Selbstversorger mit Herz und Magen. Gerne zeigt er uns, wo er seinen Schnaps aus eigenen Äpfeln und Birnen brennt. Und das ist noch längst nicht alles. Wir haben keine Reben, die sind im Landesinneren. Slowenien ist eine Weinnation. Aber kein Problem, bei mir könnt ihr 13 verschiedene Weine bekommen. Alles, was in Slowenien gut ist, bekommt ihr bei mir. Das alte Bauernhaus ist auch für Gäste geöffnet. Bergsteiger Reinhold Messner war schon hier, was Anton gerne mit Fotos belegt. Der Selfmade-Man tut viel für seine Region, organisiert Veranstaltungen und hat auch manchmal Regierungsvertreter zu Gast. Alles steht voller Antiquitäten. Und auf ein Stück aus Deutschland ist Anton besonders stolz. Das ist interessant. Das habe ich in Deutschland gekauft. Guck mal, in Tarsien. 113 Jahre alt, Mahagoni massiv. Mahagoni massiva, ja. Im Nebenhaus gibt es auch noch Gästezimmer. Wer Lust hat, 6 Monate auf dem Hof zu arbeiten, bekommt Kost und Logis frei. Das haben schon Gäste aus der ganzen Welt gemacht. Vor 2 Jahren sogar 2 Ladies aus Alaska. Aber auch wenn Camping boomt, der Geschäftsmann mag es lieber beschaulich. No more bigger. I'm like it klein. Klein is aber fein. It's boutique. Größer ist nicht schön für die Besucher. No, it's more bigger people is no fine. Slowenien ist schön. Es gibt viele Plätze, die man besuchen muss, und alle sind wunderschön. Das werden die Erbslös jetzt herausfinden. Sie sind auf dem Weg nach Ljubljana. 293.000 Einwohner leben in der Hauptstadt des Landes. Viele Sehenswürdigkeiten sind fußläufig erreichbar. Da oben ist das Schloss Castle. Darunter. Eine Triple Bridge. Ja. Super. Architektur, Museen, Parks. Die Hauptstadt gilt als kulturelle Metropole des Landes.
Aber die Erbslös wollen lieber einen Gesamteindruck bekommen, denn sie wissen nichts über die Stadt. Ljubljana also, hat mir nie was gesagt. Von der früher her oder Stadt war in gar nichts. Jetzt in Jugoslawien mal. Aktuell weiß ich, dass es eine Studentenstadt sein soll. Das Problem ist ja schon, Ljubljana richtig zu schreiben, nicht? Also ja. Geschweige denn das auszusprechen. Also Laibach ist. Und mehr kann ich auch nicht. Laibach mehr weiß ich nicht. Nichts als Kind. Laibach ist einfacher. Ljubljana erleben die Erbslös jetzt live. Eine junge Stadt mit 50.000 Studenten. Das Leben findet draußen auf den Straßen statt. Auf der Promenade, in den vielen Cafés und Restaurants entlang des Flusses Ljubljanica. Hier pulsiert das Leben. Ah, hier ist ja wirklich also. Was los. Ne? Dass drüben die ganzen Cafés bei dem herrlichen Sonntagswetter besucht. Hier unten die Promenade. Es ist faszinierend. Ja. Doping! Hier kann man aufs Auto verzichten, weil es nur Fußgängerzonen gibt. Und wen haben die Erbslös da vor sich? Guck mal, ein Dichter. Ein Dichter. Ein Dichter und Denker. Quasi wie Goethe und Schiller. Sowas, genau. Der muss ja schon sehr berühmt sein. Das ist Franzé Prescheren tatsächlich. Er ist sogar auf einer 2-Euro-Münze abgebildet. Kostprobe gefällig? Mein Gesang umfängt als Schale, Liebste, deinen Namen. Ist sie jemandem noch verborgen? Ach, die Kunde meiner Liebe. Aus welcher Zeit ist das? 1803er Beef. Frühes Wollwort. Irgendwie waren die alle hinterfotzig. Die hatten es alle faustdick hinter den Ohren, die Jungs. Du hast es so nicht mit der Kunst. Vielleicht aber mit diesem Künstler. Die Musik erinnert an die Original-Oberkrainer, die in den 70er Jahren in Deutschland in der Hitparade waren. Danke. Oberkrainer hätte ich jetzt vielleicht nach Österreich oder Süddeutschland hingelegt, aber nicht nach Slowenien. Österreich, aber hier nicht. Vielleicht sogar noch eher so Richtung Ungarn, ne? So Österreich-Ungarn, so diese Gegend. Wird auch bestimmt passen. Aber dass das jetzt Slowenien ist, ne, weil ist auch erst aufgefallen, wie wir hier waren. Eine Sehenswürdigkeit, die von der UNESCO zum Welterbe ernannt wurde, wollen sich die Erbslös auch nicht entgehen lassen. Tromostoje, zu Deutsch drei Brücken, dicht nebeneinander. Von hier sehen Sie dann auch noch das Wahrzeichen der Stadt, den Burgberg und die Burg von Ljubljana. Mit der Seilbahn geht's hoch. Boah, guck mal, das ist ein Also ohne Wohnmobil wäre man nicht hier hingefahren. Hätten wir Slowenien wahrscheinlich als Durchreiseland benutzt. Aber hier jetzt Halt gemacht, Stopp, ne, hätten wir nicht gemacht. Man tut dem Land Unrecht. Wir haben noch nicht alles gesehen, wir sind ja noch on Tour. Wir haben ja vielleicht gerade mal die Hälfte. Die Hälfte? Von unserer Zeit. Also von unserer Zeit. Ne? Aber für ein Souvenir ist jetzt schon Zeit. Petras Dankeschön an ihren Mann. Schließlich war das Wohnmobil seine Idee. Schätzchen, jetzt hast du ein Herz voller Schnaps. Honigschnaps. Dankeschön. Du Deck. Ja. Was sie wohl als nächstes erwartet? Die Route steht. Über Postojna, wo die längste Tropfsteinhöhle Europas liegt, soll es an die slowenische Küste nach Porto Rouge gehen. Wir haben jetzt so ein vielfältiges Slowenien kennengelernt. In den Bergen, am See, in der Hauptstadt, in der Ebene. Und jetzt möchten wir das Meer kennenlernen, weil wir nicht wissen, wie sind doch die Menschen, wie ist dort die Mentalität. Und da sind wir neugierig drauf. Es ist der letzte Abend auf dem Bauernhof. Neue Camper sind angekommen. Sie stehen nah beieinander. Rüdiger hat alle im Blick.
Ja, das ist manchmal großes Kino hier, was du hier sehen kannst. Es macht doch Spaß. Das machen die anderen ja auch. Entweder sind sie mit der Familie beschäftigt oder da wird gearbeitet. Relax schon da vorne. Und ja, das gehört dazu. Nur Petra ist schon wieder bei der nächsten Streckenplanung. Kilometer liegen heute vor ihnen. Sie wollen bis zur Küste kommen. Aber gerade ist die Stimmung gereizt. Petra wollte schon von den Keilen runterfahren, aber die Markise ist ja noch draußen. Und erst wenn ich Go sage, ist noch lange nicht Go. Weil die Petra noch kein Go gemacht hat. Präzise 34 cm. Sind. Nee, ein bisschen kleiner, Petra. Bitte. Zu Hause so. Nee, das muss ja hier reinpassen in die Kiste. Nicht, weil ich das so möchte, weil das die Kiste das vorgibt. Mein Mann ist bei der Abfahrt immer leicht genervt. Schrecklich. Gehst du am besten auf Seite. Machst du nichts richtig. Ach komm. Am Meer ist Sonnenschein vorhergesagt. Und am Steuer wird die Laune auch gleich besser. Endlich wieder Samtin. Hör mal, was habe ich das vermisst? Die Autobahn fahren kann ja jeder. Nur geradeaus meine Abfahrt, aber hier Serpentinen. Ihr Ziel ist das Mittelmeer. Aber vielleicht wird Rüdiger doch von Sehenswürdigkeiten auf der Strecke aufgehalten. Die Stadt Posthoyna hat nicht nur die längste Tropfsteinhöhle Europas, sondern auch noch eine spektakulär gelegene Höhlenburg. Wie sie denn sein? Wir müssen noch fast da sein, wenn die Busse schon hier sind. Oh! Ja. Die Burg scheint ein touristischer Super-Hotspot zu sein. Es ist voll. Auch andere Camper suchen Parkplätze. Aber auch hier der Hinweis: Wohnmobile dürfen nicht übernachten. Gut, ich fahre aber dann so runter und dann drehe ich vorwärts da rein. Denn der wäre ja ideal. Wenn ich rückwärts reinfahren. Gut, der wäre ideal zum Einpacken, ne? Würde ich sagen. Im Blick. This is our one. Stopp, wenn der da reinfährt. Also, der steht doch gut. Toll. Die Burg Predjama hat es als größte Höhlenburg auch schon in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Sie war Drehort von Filmen und Vorlage für Computerspiele. 800 Jahre alt. Unglaublich, wie Menschen sowas gebaut haben. Ist ja faszinierend, so ein Teil hier. Ne? Ist unglaublich, so eine Tuts-Burg, wie man sowas in den Felsen einbaut und damit glaubt, dass sie nicht einnehmbar ist. Ne? Faszinierend. Ne? Nur wenige Kilometer entfernt die nächste Attraktion. Große Schilder weisen schon darauf hin. Hier gibt es einen riesigen Parkplatz, wofür die Erbslös mit ihrem Wohnmobil immer dankbar sind. Und die beiden haben Glück. In wenigen Minuten startet eine Höhlentour. Und Roman, der Tourguide, spricht Deutsch. Höhlendeutsch nenne ich das. Ja, das ist Höhlendeutsch. Ich kann mehr oder weniger stundenlang über die Höhlen reden. Aber wenn Sie mich über die Bäume anfragen, dann... Dann bin ich kaputt. Roman ist Hobbyforscher und hat selbst schon Höhlen entdeckt. Eine Leidenschaft, die Petra und Rüdiger schon seit dem Jugendalter teilen. Wir haben uns immer Höhlen angeguckt. Ja. Und jetzt wollen wir mal sehen, was in dieser Höhle ist. Was überrascht einen hier drinnen, ist die Größe der Höhle. Dass etwas so riesig da drinnen steht. Da drin gibt es eine andere Welt, sozusagen. Ja. Das macht neugierig. 3,5 Kilometer geht es mit einer kleinen Bahn in die Höhle rein. Das ist unglaublich. Ja, das haben wir draußen gesagt.
Es ist so riesig, das kann man sich nicht vorstellen. Manche Formationen haben Namen. Roman kennt sie alle. Der Mann hat Humor. Ja, ja, das ist der Wolkenkratzer jetzt. Der höchste und der älteste Tropfstein hier drinnen. Er ist 16 Meter hoch und 160.000 Jahre alt. Und 2 Monate. Und 2 Monate? Ja. 7 Stunden und 14 Sekunden. Genau. No, und Sie kennen schon die Tropfsteine wahrscheinlich, ja? Die, die aus der Decke hängen, heißen die. Oh, warte mal. Stalag. Stalaktiten? Stalaktiten, bravo. Ja. Die, die aus dem Boden wachsen. Stalagmiten. Stalagmiten. Und wenn die sich heiraten, bekommen wir. Oh, ja. Stalagmat. Stalagmat. Oder die Tropfsteinsäule. Roman nimmt sich Zeit für seine Gäste. Die anderen Touristen sind schon vorgelaufen. Können Sie die Tropfen hören? Ja. No, das, was tropft, ist das Regenwasser. Also wir können jetzt die Tropfsteine wachsen hören, sozusagen. Jeder Tropfen bringt ein paar Mineralien rein und so sind die Tropfsteine ein bisschen größer. 10 bis 30 Jahre für einen Millimeter brauchen wir. So langsam. Guck mal schnell rechts, da sehen wir den schiefen Turm von Pisa. Ja, so sieht er aus, da der. So tief unter der Erde werden Kindheitserinnerungen wach. Denn in den 60er Jahren wurde in der Höhle für den Kinofilm Winnetou 2 gedreht. Ich bin sprachlos. So toll. Das ist so eine verwunschene Welt hier unten. Das ist was Unglaubliches. Mystisch. Wie ruhig das ist. Was sagst du? Wie ruhig das ist. Soll ich auch leise sein? 3 Stunden, viel länger als geplant, waren die beiden in der Höhle. Ich muss einfach mal sagen, darf ich mal? Vielen herzlichen Dank, das war ganz toll. Kein Problem. Also ich bin da sehr beeindruckt und ergriffen von dieser Höhle. Aber jetzt müssen wir. Danke dir. Tschüss sagen. Komm, ich mach auch einmal. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss, alles Gute und toi, toi, toi für weiter. Dankeschön. Danke, ja. Ciao. Tschüss. 70 Kilometer Fahrt liegen noch vor den Erbslös. Von Postojna bis zur slowenischen Riviera. Endlich ans Meer. Wir haben es geschafft. Ja! Wir sind jetzt am Meer. Da geht's runter. Ja, aber nicht reinspringen, Petra. Nein. Herrlich. Toller Blick auf eine Stadt. Schön. Ein sonniger Morgen. Die Erbslös haben einen Platz in der ersten Reihe ergattert. Mit Blick auf die Küstenstadt Porto Roche. Immer erste Reihe. Egal, was das ist, Fluss, Meer, immer erste Reihe, das wünscht man sich. Die muss man aber immer und überall bezahlen. Die ist immer teurer, die erste Reihe. Das ist unglaublich. Stimmt. Zwischen 40 und 100 Euro kostet der Platz, je nach Saison. Petra kann energisch sein. Und so startet sie jetzt auch ihren Campingplatz-Check. Hübsch sieht's nicht aus. Man könnte es ja auch anders gestalten. Also ganz ehrlich, so ein Zaun und das Haus so ein bisschen runtergekommen von außen. Finde ich jetzt nicht sehr gut. Nicht? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt irgendwo nicht. Ne? Dusche, Toiletten, Wasch- und Spülraum, alles sauber, aber renovierungsbedürftig. Wenn man reingeht, riecht es so ein bisschen oder stärker übel. Ich weiß nicht, nach Abfluss oder so. Ich spüle lieber bei mir. Es gibt eine Bar und ein Restaurant. Mit ziemlich viel Plastik. Sagen wir mal, die Sicht hier durch auf die Bucht, toll. Beim Rest fehlt ein bisschen Farbe, schöne Bestuhlung, echte Pflanzen. Man könnte viel draus machen. Rüdiger hat schon wieder Kontakt mit einem Camper aus Deutschland geknüpft.
Der hat einen Tipp für ihn. Hoch ist eine wunderschöne Promenade, könnt ihr bis an die kroatische Grenze fahren. Ja. Aber das Drive ist wahnsinnig sehenswert. Ja, sollte man das machen. So, und kann man gut fahren da? Kann man gut fahren. Heinz Pollrich und seiner Frau gehörte ein Hotel im Pfälzerwald. Vor 4 Jahren haben sie das verkauft. Jetzt sind sie Camper. Aus einem guten Grund. Dann hat man Kreuzfahrten gemacht und so, halt, dass man bespaßt wurde von den anderen Leuten. Jetzt hat man wieder Zeit, sich selbst zu bespaßen. Ne? Ja. Ja, genau so. Die beiden sind ausgewandert, mit Sack und Pack und Hund Buddy nach Ungarn. Jetzt leben sie am Plattensee. Wir hatten 2 Tage frei, haben uns in den Flieger gesetzt und am ersten Tag hingefahren, am zweiten Tag Häuschen gekauft und am dritten wieder heim. Das ging ratzfatz. Oh ja, hatte man. Gleich verliebt. Das ist Wahnsinn. Das sind ganz nette Leute. Seit 2 Jahren haben sie ihren Kastenwagen, für den sie viel Geld ausgegeben haben, 90.000 Euro. Und dafür gibt es auch ein bisschen Luxus. Also hier vorne haben wir so unseren Sitzbereich. Sitze sind drehbar. Hier für abends dann, ja. Und dann hier eine kleine Kitchenette, vorne ein Fernseher, ein kleines Bad mit Dusche und ja, hinten unser Schlafbereich. Hier liegt der wahre Luxus, ein Hubbett, damit im Kofferraum auch noch Räder und Schränke Platz haben. Für uns war es halt wichtig, wir wollten kein so riesen Wohnmobil, weil wir auch Passstraßen fahren möchten und durch kleine Gassen. Und da dieses Auto nicht breiter ist wie ein normaler Van, also 2,20 Meter nur, kommt man überall hin und überall durch. Macht schon Spaß. Doch, habe ich entdeckt für mich. 10 Tage tourt das Paar durch Slowenien. Sie haben aber noch andere Traumziele. Eigentlich so die ganzen Ostländer, die sind so ein bisschen vernachlässigt. Jeder fährt nach Spanien, Italien, Frankreich und wir interessieren uns mehr für die Tschechei, Slowakei, Slowenien. Wie sind denn aus Ihrer Sicht die Preise hier? Es ist ziemlich hochpreisig hier. Also das muss man schon wissen, wenn man hierher fährt. Für einen Campingplatz zahlt man um die 50 Euro jetzt in dieser Lage für eine Nacht. Das ist schon sehr heftig. Und auch die Lebensmittel sind etwas teurer als in Deutschland. Aber es ist auch so, dass der Slowene vom Verdienst her fast dem Deutschen gleichsteht. Und dann finde ich das gut. Wo fährst du jetzt? Da? Über die Straße, da über den Weg, aber nicht in den Gully rein. Die Erbslös sind schon wieder startklar. Camper Heinz hatte den Tipp, die Parenzaner Route mit den E-Bikes zu entdecken. Die Strecke geht direkt am Campingplatz vorbei. 116 Kilometer verläuft die stillgelegte Bahntrasse von der italienischen Grenze durch Slowenien bis nach Kroatien. Weite Teile gehen durch ein Naturschutzgebiet, direkt an den Salinenfeldern vorbei. Nee, war schön. Nur einsam ist es hier nicht. Die Route ist offensichtlich auch bei Radgruppen sehr beliebt. Prost. Wenn ich hier so die Gruppen sehe von 10, 15, 20 Personen, die dann hier durch die Gegend düsen, ist dann schon ein Land, was sich auf Fahrradfahrer einstellt. Also ich finde das schon toll, wenn man solche Radwege anlegt und Leute motiviert, das Land dadurch kennenzulernen. Nicht? Das gefällt mir. Hallo. 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 Es gibt keine Steigungen, nur einige Tunnel und Viadukte und viel Natur. Landschaftlich ähnelt der Süden Sloweniens dem benachbarten Italien. Da ist noch Platz. Machen wir mal Schiss. Hier. Oh, okay. Der Campingplatz von Petra und Rüdiger liegt auf der grünen Halbinsel Sika mit 370 Parzellen.
Viele Camper haben hier Dauerstellplätze. An Wochenenden und zu Ferienzeiten ist hier sicher mehr los. Aber die Erbslös haben heute eigene Pläne. Seit 47 Jahren halten sie ihre Liebe jung, indem sie sich immer mal wieder gegenseitig überraschen. Rüdiger muss einen Ausflug für Petra und Petra einen für Rüdiger planen. Ja, ich habe mir gedacht, dass die Petra das interessiert. Also wir, Petra und ich, werden uns heute anschauen, wie so eine Salzgewinnung funktioniert. Ich weiß nicht, ob das auch geht wegen der Temperaturen allgemein, zu kalt, zu warm, zu trocken, zu nass, keine Ahnung. Lass dich überraschen, Rudi Carell. Salinenfelder, soweit das Auge reicht. Und schon erleben Petra und Rüdiger die erste Überraschung. Flamingos. Ich kenne sie nur vom Zoo. Ich kenne die auch nur vom Zoo. Und da sind die alle rosa. Warum die jetzt hier weiß sind? Das hängt mit dem Futter zusammen. Ja, ja. Je nachdem, was die fressen, was sie zu fressen bekommen. Na, aber ich kenne die wirklich nur rosa in Zoos. Und hier ist das freie Wildbahn. Flamingos leben oft in Salinen. Das salzige Wasser hat besondere Nährstoffe. Und die mögen die Vögel. Früher gab es im Golf von Triest viele Salinen. Eine, die darüber richtig viel weiß, ist Blanketta. So ein Salzfeld hier produzierte 3 Tonnen Salz am Tag im Sommer. 3 Tonnen am Tag. Ich habe Deutsch studiert vor 5 Jahren, aber ich habe vergessen. Versuchen wir das doch mal. Ein bisschen, nicht so gut. Ja, versuchen wir das doch mal. 3000 Kilo. Rüdiger versteht kein Englisch, also muss Petra übersetzen. Blanketta und ihr Hund Salty werden die beiden Camper jetzt in die Geheimnisse der Salzgewinnung einweihen. Früher hat die Slowenin in Luxushotels gearbeitet. Heute führt sie Touristen lieber durch die stillen Salinen. Anfang der 50er Jahre haben hier noch 4000 Menschen gearbeitet. Später wurde nur noch auf einer kleineren Fläche produziert, die Lera heißt. Da sind nur noch 26 aktive Salzfelder. Was ich gelernt habe, das ist Handarbeit, wirkliche Handarbeit. Jamie Oliver oder Michelin Köche benutzen dieses Salz und das ist sehr hochpreisig. Und demnächst bei der Petra? Wir werden sehen. Jedes Jahr bekommt Blanketta Besuch von den ehemaligen Salzbauern. Da kommen Erinnerungen hoch, wie hier früher das Salz gewonnen und gelagert wurde. Die Temperatur in den Salzfeldern war 65 Grad in den Sommermonaten. Ihr könnt euch die Arbeitsbedingungen der Männer vorstellen. Da muss man schon einen besonderen Enthusiasmus haben, um diesen Job heute noch zu machen. Was für eine Knochenarbeit. Also ich habe mir schon einiges so gedacht und mal gesehen. Aber wenn man das so erzählt bekommt, unglaublich. Dann weißt du aber auch, warum das so teuer ist. Ja. Ne? Und wenn man auf die Bilder hier guckt, die laufen ja alle barfuß. Da darfst du ja auch keine Wunde am Fuß haben. Hier ist ja Salz, überall Salz. Dabei wird es nur 4 Monate im Jahr gewonnen, von April bis August. 2 Stunden dauert die Tour. Jetzt will Petra auch mal probieren. Also unser Salz, wir sagen, dass es süßlich-salzig schmeckt. Ne? Das ist nicht so aggressiv salziger Geschmack, aber eigentlich mehr angenehmes Geschmack. Ne? Probieren wir mal da. Es ist einmal schon intensiv. Ja, so muss ja auch Salz sein, ne? Ist Rüdigers Überraschungstour geglückt? Für Slowenien hätte ich das sowieso nicht gedacht, aber diese Salzgewinnung ist einmalig. Rüdiger, wir haben viel gelernt, viel erfahren. Leider zieht ein kurzes, dickes Tief ausgerechnet heute über die Küste. Dabei soll gleich Petras Überraschungstour losgehen. Es ist nass draußen. Nein! Nein! Ist nicht so nass. Ich habe mir was vorgenommen.
Ich koche ja sonst meistens hier im Wohnmobil, wenn wir unterwegs sind und nicht essen gehen, dann mache ich das. Und Rüdiger isst ja gerne, ist ja sehr dankbar. Er kann gegessen haben und wir sind irgendwo, sagt er, hier riecht's aber gut und das sieht gut aus. Dann habe ich gedacht, dann überrasche ich ihn mal mit so einer kulinarischen Tour. Und das habe ich im Führer gefunden, dass man sowas buchen kann. Ist nicht ganz preiswert. Und da habe ich gedacht, machen wir das mal. Gibt es heute so eine Esstour durch slowenische Küche? 100 Euro lässt Petra für die Tour springen. Es ist nass, aber warm. Kleiner Trost, Petra hat eine deutsch sprechende Stadtführerin bekommen. Die ist trotz des Wetters gut drauf. Meine liebe Gäste, lieben guten Tag. Guten Tag. Ebenfalls guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Janja und ich bin die Reiseleiterin von dieser schönen Stadt Piran. Piran, es ist oft gesagt, das ist ein immer geöffnetes Museum. Von Piran bis nach Triest, zur italienischen Nachbarstadt, sind es gerade mal 38 Kilometer. Aber nicht nur deshalb hängt am Rathaus neben der slowenischen Flagge die italienische. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser Teil von der slowenischen Küste ist geht zusammen mit Triest, mit italienischem Küstenland. Wir können gehen in die italienische oder slowenische Schule, ja? Ja, es ist nicht eine Fremdsprache. Es ist offiziell, alle beide sind gleich. Wieder was gelernt. Zu Fuß geht es weiter durch die engen Gassen. Versprochen wurde eine kulinarische Tour. Die landet erstmal nur bei einer Schaufensterauslage. Auch eine typische Essen von Istrien. Pasta, das bedeutet Gnocchi, Spaghetti, Ravioli, Fuji. Und wir bekommen alle diese sehr, sehr leckere Dinge von Mehl und die Eier. Echte slowenische Spezialitäten wollte Petra eigentlich für ihren Mann. Vielleicht Cevapcici oder Gulasch. Mal schauen, was da jetzt noch kommt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Jan ist Gastronom. Auf dem Marktplatz hat er ein paar slowenische Produkte zum Kosten für die Erbslös zusammengestellt. Für eine kulinarische Tour recht übersichtlich. Die slowenische Küche wurde von den angrenzenden Nachbarländern beeinflusst. Hier an der Küste natürlich von Italien. Im Norden Sloweniens kommen die Einflüsse von Österreich und Deutschland. Da gibt es Würstchen. Von den Balkanstaaten kommt eher das Fleisch, wie Cevapcici. Alles, was gut ist, haben wir nach Slowenien geholt und betrachten es als typisch für unser Land. Immerhin gibt es noch eine Weinprobe mit einer der ältesten Rebsorten der Welt, die aber auch in anderen Ländern angebaut wird. Malvasia ist unser Sonnewein, weil es ist wirklich, die Farbe ist so schön hell. Ja. Nasdrauje. Ja, wie russisch, aber es ist nicht russisch. Das ist ein leichter Wein, nicht? Nicht so, ja. Oder merkt man ihn, wenn man ein Glas getrunken hat? Okay, ja, gut. Nach einem Glas, es ist okay. Okay. Aber nach zwei oder drei? Wenn ich so zwei, drei davon nicht hungere, dann kommt das raus, dass wir dann... Ja. Slowenisches Olivenöl, Trüffelpaste und Schinken. Schmeckt, ist aber auch nicht einmalig. Ein Leib- und Magengericht haben die Slowenen aber doch. Das dürfen die Erbslös jetzt probieren. Nach den Regeln, die Leute von Slowenien gehen sehr gern in die Wälder, ja. Und da bekommen sie diese Steinpilze. Und ich glaube, das ist das unsere bekannteste Hobby. Lecker. Okusno. Okusno. Yum, yum, yum. Der Abend endet gemütlich im Wohnmobil mit Blick auf die Lichter von Porto Roche. Für den nächsten Tag ist Sonne angesagt. Neun Tage sind die Erbslös schon unterwegs. Heute wartet die slowenische Adriaküste auf sie. Porto Roche und Piran liegen nur 4 Kilometer auseinander. Sloweniens Küste ist mit 46 Kilometer Länge wirklich kurz. Die Stadt Piran ist autofrei.
Nur Hotelgäste und Zulieferer dürfen reinfahren. Ihr Wohnmobil mussten die Erbslöhs vor der Stadt parken. Dafür gibt es Gratisbusse. Für Wohnmobile ganz gesperrt, mit dem PKW hier vorne wenig Parkplätze, Fahrrad ist gut. Heute kein Reiseführer. Einfach mal treiben lassen. Und das ist sowas, was ich liebe. Immer kleine Geschäfte neben Restaurants, und dann größere, dann eine Bar dazwischen. Und dann auf der anderen Seite das Wasser mit den Booten dabei und hier so ein Yachthafen. Ah, herrlich. Aber das ist ja auch Camping, ne? Das nur Wasser. Eben halt um Wasser, ne? Das ist der Unterschied. Ja. Und hier ist das ja auch grenzenlos eigentlich. Und im Wohnmobil, wenn man auf der Straße fährt, ist auch grenzenlos eigentlich. Plätze, Türme, Paläste, Balkone, enge Gassen und Kathedralen. Bei diesem schönen Wetter erinnert die Erbslöhs das alles schon an Reisen in Italien. Ist ja auch nicht verwunderlich. Jahrhundertelang gehörte Piran zu Venedig. Was hat man denn dahinter? Boah, guck mal da durch. Das ist ja mal ein Blick von hier aus, ne? Das ist ja traumhaft. Kurz vor Kitsch. Ja, guck dir das blaue Wasser an. Und jetzt wird es noch, kitschiger. Jetzt kommt noch ein Segelboot. Aber ohne Segel, aber ja. Immerhin. Es geht steil bergauf zur St. Georgs Kathedrale. Petra und Rüdiger erhoffen sich einen noch besseren Ausblick. Vielleicht bis nach Italien. Triest müsste dann da hinten sein. Da hinten, das könnte Triest sein. Wo dieser Turm ist, da vielleicht. Ja. 10 Tage wollten die beiden mit ihrem Camper unterwegs sein. Dabei war bis kurz vor Abreise nicht klar, ob sie fahren können. Bei einem Unfall löste sich Rüdigers Netzhaut am Auge. 5-mal musste er in den letzten Monaten operiert werden. Ich habe nur noch 10% Sehkraft auf diesem rechten Auge, dem verunfallten Auge. Und das macht da einiges mit uns, mit der Petra vor allen Dingen. Ja, das ist jetzt so ein Kapitel, die letzten 9 Monate, das war nicht so schön. Und da hat es da meinem Schatz so ein bisschen an die Nerven gegangen. Da war alles so nicht so gut. Diese 9 Monate, die waren hart, weil man, also ich für mich reflektiert habe, wie schnell ein Glück zu Ende ist. Ja, schätze. Die Reise ist auch ein wenig Heilung von den Unsicherheiten der vergangenen Monate. Und jetzt wissen wir auch, welchen Wunsch Rüdiger bei der Wunschglocke am Bledersee hatte. Einfach gesund bleiben. Und möglichst noch viele Touren mit Petra im Wohnmobil machen. Wie diese nach Slowenien. Dieses Land Slowenien hatten wir ja vorher nicht auf der Pfanne. Und das hat jeden Tag bisher eine neue Überraschung für uns parat gehabt. Ich glaube, wir sollten den Massentourismus nicht anheizen, dieses Land so lassen. Und nur für uns dann, dass wir immer wieder hier hinkommen können ohne Massentourismus. Das ist eine Perle. Ja. Ja. Die letzte Nacht im Wohnmobil. Schenk mir dein Herz und schenk dir meins. Schätzchen, die frühe Petra oder die späte Petra. Ist das schön. Entschuldige, ich sehe in dein Herz. So war es ja, der Brauch. Und dazu wird auch noch der Honiglikör von den Krainer Bienen geöffnet. Auf die nächste Reise. Zum Wohl. A votre St. Denis. 4 Jahre sind Petra und Rüdiger mittlerweile Besitzer eines Wohnmobils. Auf ihrem Roadtrip haben sie viel mehr gesehen, als sie erwartet haben. Campen, finde ich, ist immer wieder neu. Die Situation ist neu, das Wetter ist anders, die Menschen sind anders. Wir sehen uns noch. Die Campingplätze sind anders, die Stellplätze sind anders. Wir haben Menschen in unserem Alter entdeckt, auch Jüngere. Und alle waren im Prinzip das erste Mal in Slowenien und sehr überrascht von der Landschaft, von den Menschen. Und das hat ihnen allen sehr gut gefallen. Ja. Die Passstraße, die wir gefahren sind.
Das ist unglaublich, ne? In die Hauptstadt zu fahren, ans Meer zu fahren, da ein paar Tage zu bleiben. Das waren so viele positive Eindrücke und uns hat das gut getan. Dass nicht nur mein Auge gesund werden, sondern dass du das die Seele wieder frei kriegst. Ne? Es ist unfassbar schön hier und es hat uns super gefallen. Ich hätte das nie gedacht. Slowenien ist eine Reise wert. Danke. Prost. Ah, welches. Zieh mal den Vorhang zu. Ja. Oh, I love you.